er ist sehr zuverlässig. Der Marder ist auch ein Fahrzeug, was gefordert werden muss. Für Infanterieunterstützung die Waffe schlechthin. Er ist wendig, er ist flexibel, er kann vor, zurück auf der Hochachse drehen. Damals ist wie eine gute alte Lokomotive, aber die gute alte Lokomotive, die arbeitet immer noch. Weil der Schützenpanzer Marder immer noch ein gutes System ist, das sich ja auch gerade im Einsatz bewährt. Für mich als Grenadier überzeugt mich der Marder auf jeden Fall. Der Norden Afghanistans. Seit Jahren hat hier die Bundeswehr die Führung der internationalen Schutztruppe ISAF inne. Der Auftrag? Von ihren Stützpunkten aus sollen die deutschen Soldaten dem Land am Hindukusch Frieden und Stabilität geben. Die militärische Ergänzung ziviler Maßnahmen wie dem Bau von Schulen und Brunnen. Dabei stoßen die Bundeswehreinheiten auf Widerstand. Bei Sprengstoffanschlägen, Hinterhalten und gut organisierten Feuerüberfällen der radikal-islamischen Taliban musste die Bundeswehr vor allem im Jahre 2010 schwere Verluste hinnehmen. Erst als die Bundeswehr immer mehr Schützenpanzer vom Typ Marder nach Afghanistan schickte, wendete sich das Blatt. 100% Sicherheit gab es aber auch damit nicht. Ich kann so viel Sprengstoff unter die Erde packen, dass ich alles knacken kann, was ich will. Nur, ich sag mal, um den Marder zu knacken, so wie es halt in letzter Vergangenheit war, 200 Kilo, brauche ich, um das Ding so hinzurichten, wie es letztes Mal passiert ist. Also die vergrabe ich halt nicht mal eben so schnell. Ne? Das war aus meiner Bewertung ein einmaliges Ding. Ist nicht auszuschließen, dass es halt wieder passiert. Aber um das halt so nochmal zu machen, gehört schon einiges dazu. Ne? Ausgangspunkt der Panzergrenadiere ist das Polizeihauptquartier im Unruhedistrikt Kardare. Das gut befestigte Lager, das sich deutsche Soldaten mit afghanischen Polizisten teilen, liegt mitten im Indianerland. So nennen die deutschen Soldaten hier das von den Taliban bevorzugte Einsatz- und Rückzugsgebiet. Von hier aus starten die Panzergrenadiere der Taskforce Kunduz ihre Patrouillen. Der Marder ist meist im Einsatz vorne und hinten, da er dort die meiste Feuerkraft und dort am meisten auch zur Wirkung kommen kann. Jetzt, Anfang Oktober, haben sich die klimatischen Bedingungen für die Soldaten und ihre Fahrzeuge ein wenig gebessert. Also, ich sag mal so, dafür, dass der Marder in den klimatischen Bedingungen dafür nicht gebaut ist, muss ich aus meiner Einschätzung sagen, schlägt er sich relativ gut, obwohl er natürlich relativ zu kämpfen hat aufgrund der Hitze, die wir halt hier in Afghanistan haben. Also wenn man teilweise im Hochsommer über 50 Grad hat, da kommt der Marder schon an seine Leistungsgrenze. Das ist genauso wie in Deutschland auch. Man hat einen guten, man hat einen schlechten. Aber denke mal, aufgrund, so wie sie bislang durchgehalten haben, schlägt er sich für sein Alter, was ja doch nur schon ein bisschen erheblich ist, relativ gut. Die Temperaturen klettern in der Oktobersonne nur noch auf 35 Grad. Im Hochsommer sind es häufig bis zu 55. Im Stahlkoloss Marder steigen die Temperaturen dann auf mörderische 70 bis 80 Grad. Eine extreme Belastung, vor allem wenn bei stundenlangen Gefechten höchste Konzentration von der Kampfbesatzung verlangt wird. Es ist ein recht sicheres Gefühl, sicherer als ein Dingo und TPZ. Zweitens eine gewisse Ausstrahlung von Können. Nach 2 Stunden erreicht der Konvoi sein erstes Etappenziel. Hier auf der sogenannten Westplatte des Kunduz-Tals wartet die erste Aufgabe auf die Marder-Besatzungen. Sie sollen die Bordkanonen und Maschinengewehre der Schützenpanzer überprüfen und einschießen. Wenn
Wenn ich mir überlege, ich komme mit 4 Schützenpanzer um die Ecke, 4 Kettenfahrzeuge, die Taliban kennen ja den Marder, weil sie ihn selber schon zu spüren bekommen haben. Allein die Panzerung, allein die schnelle Waffe, die man halt einsetzen kann, da ist natürlich ein Abschreckungseffekt da bei den feindlichen Kräften, die halt nicht von Hand zu weisen sind. Ne? Die Panzer kommen alle frisch aus der Instandsetzung und wurden von den Mechanikern und Technikern im Lager Kunduz gewartet und repariert. In Afghanistan ist dies häufiger der Fall als zu Hause in der Lüneburger Heide. Nach solchen Instandsetzungsarbeiten, die auch die Waffen einschließen, muss jedes Mal die einwandfreie Funktion überprüft werden. Scharfen Einsatz war er definitiv und dann halt mit der Feuerüberlegenheit, die 20 mm halt ausrichtet beim SPZ oder vom SPZ Marder aus, ist er natürlich, was Infanterie angeht, als Unterstützungswaffe das Nonplusultra. Also als BMK, schnelles Feuer, in 360 Grad kann er schießen, relativ schnell und zügig. Mit seinen Optiken, die er drauf hat, ist das natürlich für Infanterieunterstützung eigentlich die Waffe schlechthin. Ne? Ab 1971 ersetzte der Schützenpanzer Marder den unzulänglichen Schützenpanzer HS-30. Die Idee für den HS-30 ging noch auf Kriegserfahrungen zurück. Man wollte in der noch jungen Bundeswehr die Mehrzahl der Panzergrenadierbataillone mit vollgeländetauglichen Kampffahrzeugen ausrüsten. Die Anfänge der Entwicklung des Marders begannen eigentlich schon während der Erprobung und Truppenversuchen vom HS-30 Ende der 50er Jahre. Hier stellte man fest, dass die Geländegängigkeit bzw. der Schutz, aber auch die Reparaturanfälligkeit der Motoren für die Panzergrenadiere nicht ausreichend war. Aber auch der Fahrbereich war nicht ausreichend, um einem künftigen Kampfpanzer folgen zu können im Gelände. Projektführer für den HS-30 war die Rüstungsfirma Hispano Suiza, die zwar Erfahrung beim Bau von Maschinenkanonen, aber bis dato keine Panzerfahrzeuge hergestellt hatte. Dies und der übereilte Start der Serienproduktion sollten sich rächen. Im Truppeneinsatz zeigten sich ab 1961 zahlreiche Mängel, die ständige Reparaturen erforderten. Schnell wurde klar, dass der HS-30 als Schützenpanzer nicht viel wert war. Wesentlich für die Entwicklung des künftigen Gefechtsfahrzeuges der Panzergrenadiere war es, dass wir hier einen Feuerkampf führen wollten unter Vollschutz, eine zuverlässige Kanone haben wollten, sprich eine 20 mm Waffe, aber auch die Mobilität wiederum zum einen zum Kampfpanzer, wie auch die Geländegängigkeit, aber auch die operationelle Einsatzbereitschaft und Einsatzverfügbarkeit erhöhen wollte. Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide. Einsatzbesprechung für die Soldaten vom Panzergrenadierbataillon 122 aus dem oberpfälzischen Oberviechtach. Die Grenadiere sollen in einem komplexen Übungsszenario den scharfen Schuss trainieren. Der Marder ist mit seinen 40 Jahren nicht mehr das jüngste Gefährt. Sein Panzerschutz wurde ständig erweitert. Also die Panzerung an sich, das ist gewalzter Panzerstahl. Und seit dem Marder 1 und 2, den wir hier haben, haben wir noch die Zusatzpanzerung in Schottbauweise. Also das heißt, es ist wie beim Schiff, da ist Luft dazwischen und das erhöht einfach den Panzerschutz noch zusätzlich. Dadurch hat sich dann aber auch das Gewicht des Marders deutlich erhöht. Eine Marderbesatzung setzt sich immer aus zwei Gruppen zusammen. Dem Kommandanten, dem Richtschützen und dem Fahrer, die das Fahrzeug und die 20 mm Kanone bedienen und dirigieren. Und dem Schützentrupp, der aus 6 Soldaten besteht und hinten im Kampfraum des Panzers sitzt oder über Luke arbeitet. Dann können die Schützen auch beim sogenannten aufgesessenen Einsatz mit ihren Gewehren mitkämpfen. Für den Einsatz verfügt der Marder vor allem über 2 Waffensysteme. Die 20 mm Bordkanone und ein Turmmaschinengewehr Kaliber 7,62. Dazu kommen passive Schutzsysteme. Ja, wir haben hier die Nebelmittelwurfanlage, die kann mit 6 Nebelkörpern bestückt werden, die entweder links oder rechts ausgelöst werden können oder beide gleichzeitig. Die wird verwendet, um beim Ausweichen den Marder der Sicht des Feindes zu entziehen.
Im abgesessenen Kampf nutzen die Grenadiere den Panzer als Schutzschild. Dazu bietet er ihnen Feuerunterstützung mit der Bordkanone. Der Kampfraum des Marders ist zudem Transportplatz und Unterschlupf. Allerdings ein kleiner. Platzmäßig ist das so, wenn neue Leute einsteigen, die haben da schon, sag ich mal, ein unberuhigendes Gefühl, da das eine ziemlich große Enge ist. Und ich sag mal, wenn man sich so reinsetzt als Zivilist, wenn man einen offenen Tag rumfährt, dann ist das schon eng und wir müssen doch da mit der Ausrüstung drin sitzen. Von daher denke ich, ist das eigentlich schon eine Extreme. Ausweichen! 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 Wir haben hier die Optiken von Richtschützenkommandant. Die rechte ist die des Richtschützen, die linke die des Kommandanten. Der Marder verfügt über ein Wärmebildgerät sowie über eine Tagsichtoptik, das sogenannte Peri-Z11, mit der Richtschütze und Kommandant beobachten können, Tag sowie Nacht. Die Bordkanone kann auf 1000 Meter leicht gepanzerte Fahrzeuge zerstören oder kampfunfähig machen. Ungepanzerte Ziele können vom Marder bis auf eine Entfernung von 2000 Metern vernichtet werden. Das Maschinengewehr wird vor allem gegen feindliche Infanterie eingesetzt. Ja, wir haben eine 20 mm Bordmaschinenkanone, mit der kann man Einzelfeuer schießen, sowie Feuerstöße. Wir haben zwei Munitionssorten, das sieht man ganz gut hier am Doppelgurtzuführer. Wir haben HE-Munition, also High Explosive, gegen leicht gepanzerte Ziele und ungepanzerte Ziele, sowie AP, Armored Piercing, also panzerbrechende Munition, gegen gepanzerte Ziele. Die Munitionssorten können mit dem Doppelgurtzuführer einzeln angewählt werden. Das heißt, ich kann zwischen den beiden Munitionsarten wechseln und kann sie mit einem Rohr verschießen. Das ist eigentlich so die Besonderheit daran. Absitzen! Gut, absitzen! Hinten im Kampfraum sitzen die sechs Grenadiere. Die Schützen sind mit Panzerabwehrwaffen ausgestattet. In bebautem Gebiet oder unübersichtlichem Gelände, wo der Marder aufgrund seiner Größe oder Aufklärungselektronik an seine Grenzen stößt, sitzt der Schützentrupp ab. Die Panzer und Grenadiere werden im Gefecht vom Zugführer kommandiert. Eine besonders schwierige Aufgabe, weil der Zugführer nicht immer Blickkontakt zu allen Soldaten und Panzern halten kann. Nach der Übung geht es für die Crews zurück zur Panzerabstellfläche. Der Marder ist zwar durch zahlreiche sogenannte Kampfwertsteigerungen immer wieder modernisiert worden, inzwischen aber nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Ein Waffensystem, was über 50 Jahre dann letztendlich mit der Entwicklung auch alt ist, ist nicht mehr das modernste. Von daher kann man schon von gewissen Schwachstellen sprechen, weil dort die Technik sich einfach rasant weiterentwickelt hat. Und durch das immer wieder Anbauen von zusätzlichen Elementen ist mit Sicherheit so, dass der Marder, wenn man ihn heute neu konzipieren müsste, er letztendlich auch, denke ich mal, deutlich besser sein könnte.
Allerdings, jetzt haben wir es mit einem ausgereiften System zu tun. Das ist letztendlich der Gegenpart zu dieser Schwachstelle. Und dieses ausgereifte System hat halt seinen Vorteil, dass die Kommandanten, die Richtschützen, die über Jahre hinweg mit diesem Fahrzeug arbeiten, letztendlich ihr Fahrzeug auch kennen. Von letztendlich der kleinsten Schraube bis zum großen Zusammenwirken. Marder, die ständig bewegt werden, sind so einigermaßen pflegeleicht. Stehen die Veteranen allerdings zu lange ungenutzt auf dem Parkplatz herum, mehren sich die Gebrechen des 6,90 Meter langen, 3,40 Meter breiten und rund 3 Meter hohen Schützenpanzers. Es gibt so Kleinigkeiten, so Marder hat immer mal Probleme mit dem Motor oder so, wo man halt am Anfang nie weiß. Also man fährt auf Übungsplatz, wie zum Beispiel hier, und da hat man halt mal so das ein oder andere kleine technische Problem, was aber dann auch immer schnell behoben werden kann, weil eben nicht viel Technik-Schnickschnack drin ist, sondern weil das halt noch ein wenig, da kann man Hand anlegen, geht ganz schnell und dann ist das Gerät wieder einsatzbereit. Das hohe Alter des Marders bringt aber nicht nur Nachteile. Er kommt noch aus einer Zeit, in der Computer und komplexe Elektroniksysteme Fremdwörter waren. Oft reichen deshalb ein paar Werkzeuge und eine solide Mechanikerausbildung, um ihn zu reparieren. Ich sag mal, wie eine gute alte Lokomotive, aber die gute alte Lokomotive, die arbeitet immer noch und die steht ihren Mann. Und deswegen bin ich schon ein wenig traurig, wenn er gehen muss. Zurück in Afghanistan. Nachdem die Waffen eingeschossen sind, geht es für den Marderzug weiter. Mit 30 Stundenkilometern pflügt er durch die unwirtliche Landschaft am Hindukusch. Ein Panzer mit Kettenlaufwerk ist hier viel beweglicher als ein Radfahrzeug. Er ist ein schnelles, bewegliches, mit starken Waffen bewaffnetes Manöverelement für den Chef, womit er schnell seinen Schwerpunkt verlegen kann. Im Dezember 2010 wurden die ersten 10 Marder 1A5A1 an die Truppe in Afghanistan ausgeliefert. Sie verfügen über Klimaanlage, Störsender und eine sogenannte multispektrale Tarnausstattung. Diese Ausrüstung wurde besonders für Auslandseinsätze wie in Afghanistan entwickelt. Die Klimaanlage macht die hohen Temperaturen erträglich, während der Störsender und die Tarnausstattung die Überlebensfähigkeit erhöhen. Allerdings machen auch Staub und lose Steine dem Marder zu schaffen. Der Motor ist mit Wasser gekühlt. Und hier hinter diesen Gratings sind die Kühler hinten beim Marder, wie es bei Ihrem Fahrzeug vorne ist. Wenn jetzt diese Gratings verstopft wären durch Schmutz, ist ganz klar die Kühlleistung erheblich vermindert. Der Motor würde heiß werden. Allerdings in diesem Fall, wenn er zu heiß ist, stellt er sich selber ab. An einer Abrisskante der Westplatte gegenüber vom deutschen Lager in Kunduz gehen die Crews in Stellung, um eine Fußpatrouille zu sichern. Wir haben gemerkt, dass die Taliban auf jeden Fall oder die Insurgents ganz klar auf die Fahrzeuge reagieren, auf die Geräusche schon alleine, die das Fahrzeug von sich gibt und auch auf die Feuerkraft. Im Kundustal versucht die Fußpatrouille, Informationen über Taliban-Aktivitäten zu sammeln. Häufig meiden die Bewohner aber den Kontakt zur ISAF-Schutztruppe. Die Taliban haben ihre Augen und Ohren überall. Druck ist vielleicht schon zu verspüren dahingehend. Wobei es eher der Druck ist auch der Bezirksbevölkerung, dass sie halt Angst haben, wenn wir natürlich mit denen reden, gegebenenfalls gucken da irgendwelche Insurgents zu und dann ist der Druck eher auf der Bevölkerung. Oben wachen die Panzergrenadiere. Alles scheint friedlich. Aber dort unten im Tal, nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt, liegen die Ortschaften Nawabad und Isakhel. Frühere Hochburgen der Taliban. Im 2010 lieferten sich die Panzergrenadiere dort unten noch stundenlange blutige Gefechte mit den selbsternannten Gotteskriegern. Dabei feuerten Marderbesatzungen
fast ihre kompletten Magazine leer. Er ist ausgezeichnet für Überwachung für Infanterie, geeignet als, ja, als Transportmittel von Personal, Material, alles drum und dran. Nach ein paar Stunden wechseln die Grenadiere ihre Beobachtungsposition, um die eigenen Soldaten im Tal nicht aus den Augen zu verlieren. Da unten, wo die deutschen Soldaten mit afghanischen Polizisten patrouillieren, ist das sogenannte Indianerland. Feindgebiet, in dem sich die Taliban bestens auskennen und auf viele Unterstützer zählen können. Die Deutschen müssen sich dagegen vor allem auf sich selbst und ihre Fahrzeuge verlassen. Der Marder ist ein äußerst effektives Gefechtsfahrzeug, was sich hier deutlich bewährt hat, hier im Einsatz, seit mehreren Jahren. Der Marder bietet nicht nur den Soldatenschutz, sondern sozusagen ist auch als Abschreckung hier vor Ort dementsprechend ein sehr, sehr gutes Gefechtsfahrzeug. Und die Crews oben am Beobachtungspunkt sind hervorragend auf dem Marder trainiert und nutzen seine weitreichenden Aufklärungsinstrumente. Damit können sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen ausmachen und ihre Kameraden frühzeitig warnen. Sollte die Patrouille unten tatsächlich angegriffen werden, könnten die Marder zurückschlagen. Ihre Bordkanone verschießt panzerbrechende Projektile und Sprenggeschosse, maximale Reichweite bis zu 2 Kilometer. Nach einem langen Tag geht es zurück ins Polizeihauptquartier. Bei solchen Fahrten ist die Gefahr besonders groß, dass die Soldaten angegriffen werden oder auf Sprengfallen stoßen. Die 20mm Kanone hat allerdings bei vielen Gefechten das Blatt zugunsten der Deutschen gewendet. Seitdem wir den Marder hier unten haben, den Insurgents viele Verluste zugeführt. Gerade die 20mm hat sich dort bewährt. Es ist halt ein abschreckendes Instrument in diesem Fall, das Fahrzeug. Und das ist sehr, sehr gut auf unserer Seite. Inzwischen kennen und meiden die Taliban den Marder, wo es nur geht. Zu oft hat er den ansonsten furchtlosen Kämpfern schwere Verluste zugefügt. Der Dauereinsatz geht aber bei diesen extremen Bedingungen nicht spurlos an den altgedienten Panzern vorbei. Der Marder wurde für Mitteleuropa konzipiert und nicht für Afghanistan. Am meisten zu kämpfen hat er halt mit dem Verschleiß, also zum Beispiel die Kettenpolster aufgrund der ganzen, des Untergrunds, Geröll und so weiter, ist der Verschleiß von den Kettenpolstern relativ hoch. Aber ansonsten hält sich der Verschleiß eigentlich, was Verschleißteile angeht, eigentlich relativ in Grenzen. Ne? Am nächsten Morgen. Die Panzergrenadiere sind schon wieder im Einsatz. Diesmal sichern sie ein Team von Sprengstoffexperten, das nach gefährlichen und heimtückischen Sprengfallen sucht. Masse haben wir in Deutschland den SPZ Marder 1A3. Das ist also noch ein älteres Bauart. Jetzt haben wir den 1A5er, der ist also weiterentwickelt, was Minenschutz angeht, wo die Sachen halt nicht mehr auf dem Boden verschraubt sind, sondern halt weg vom Boden sind. Damit, falls wir auf eine Mine fahren und Sachen, die halt durch die Blastwirkung abreißen, nicht als Geschoss im Innenraum rumfliegen. Auch wenn Sie hier mit dem modernsten Marder unterwegs sind, selbstgebaute Sprengfallen, sogenannte EODs, sind die größte Gefahr für den Marder und seine Besatzung. Die Panzergrenadiere sind den Taliban aufgrund ihrer Fähigkeiten ein besonderer Dorn im Auge. Für mich als Grenadier überzeugt mich der Marder auf jeden Fall. Gut, was Besseres kann man immer haben. Also man könnte auch den Kampfpanzer runterschicken, der natürlich noch eine größere abschreckende Wirkung hätte. Aber ich sag mal, aufgrund der Größe von dem Marder, aufgrund der Bewaffnung und aufgrund mit den Wegen, mit denen wir hier zu kämpfen haben, ist er eigentlich optimal. Weil er passt mit Masse auf fast allen Wegen, auf denen wir fahren. Er ist wendig, er ist flexibel, er kann vor, zurück, auf der Hochachse drehen.
Also eigentlich ist es das optimale Auto, was die Größe angeht und halt die schnelle Bewaffnung. Rocken-Susra, ein verschlafenes Nest im nordthüringischen Nirgendwo. Das kleine Örtchen verfügt theoretisch über eine der schlagkräftigsten Panzerarmeen der Welt. Das Material wird ja nicht alles auf einmal zerlegt. Wir zerlegen ja die in Reihe und Glied, sodass die also sukzessive dann täglich weniger werden. Und so kann man das dann auch bewältigen. Das sind also hier keine Tagesaufgaben und keine Monatsaufgaben, das sind definitiv Jahresaufgaben. Ja. Die mehr als 1000 Schützenpanzer vom Typ Marder, die auf dem Gelände der Battle Tank Dismantling GmbH aufgereiht sind, werden allerdings strengstens per Satellit bewacht. Wird auch nur ein Schützenpanzer einmal ohne Genehmigung bewegt, schrillen bei den Aufpassern die Alarmglocken und binnen 20 Minuten schauen Feldjäger der Bundeswehr nach dem Rechten. Das ist die sogenannte Demontagehalle. Die Panzer werden also, nachdem sie hier auf irgendwelche Stellplätze gefahren worden sind, registriert worden sind, irgendwann in diese Halle geschleppt und werden hier demontiert. In Rocken-Susra gilt gleichsam das Motto Schwerter zu Pflugscharen. Aus den Panzern, die zu Hochzeiten des Kalten Krieges zu Tausenden für den Einsatz bereitstanden und die Warschauer Paktstaaten bei einem Angriff aufhalten sollten, wird Schrott, der genau dokumentiert werden muss. Wir haben außerdem zu beachten, dass es Panzer sind, also Kriegswaffen. Und dementsprechend müssen natürlich diese Fahrzeuge auch mit bestimmten Demilitarisierungsschnitten entsprechend des Kriegswaffenkontrollgesetzes versehen werden. Der Schrott ist allerdings Hochwertschrott. Denn was da so alles an Metallen, Motoren, Getrieben, Ketten und sonstigen Kleinteilen in mühevoller Knochenarbeit von den Panzerknackern demontiert wird, ist viel Geld wert. Der Panzer besteht ja nun aus mehreren Werkstoffen. Wenn man den jetzt anfängt und schreddert den, hat man diese einzelnen Komponenten, man sieht es hier ganz deutlich, hier ist eine Lampe. Daneben ist wieder ein anderes Material, wie zum Beispiel hier Gummi. Und deswegen muss er komplett auseinandergebaut werden, damit es einfacher ist, diese einzelnen Schrottsorten zu sortieren. Man muss sich das vorstellen wie im zivilen Sektor. Gelbe Tonne, blaue Tonne, grüne Tonne und was weiß ich nicht, braune Tonne. Und genauso ist es bei uns auch. Zwei Tage. Mehr brauchen die Männer hier nicht, um einen Marder platt zu machen. Der eigentlich immer vor allem eines sein sollte: überlebensfähig. Mit Vorschlaghammer, Schlagbohrer, Schneidbrenner, Schraubenschlüssel und Zangen wird das eine mit mehr, das andere mit weniger Gewalt demontiert und ausgebaut. Es ist eben alles schwer. Man braucht Kran, man braucht Gabelstapler und Bagger. Braucht man eigentlich viel Kraft. Mit einer Milchschnitte in der Frühstücksbüchse brauchen wir hier eigentlich nicht ankommen. Hier muss man schon ein bisschen was mitbringen von Mutter und daheim. Am Ende bleiben nur handliche Stahlplatten vom Marder übrig. Passend zugeschnitten für die Schmelztiegel der Stahlwerke. Wie im Allgemeinen im Schrotthandel sind natürlich zu beachten, je höher der Reinheitsgrad, je höher der Preis. Außerdem sind radioaktive Stoffe absolutes Nein bei diesen Materialien. Also radioaktive Stoffe werden von uns ausgebaut und entsorgt. Ansonsten ist es wie ein ganz normaler Schrotthandel in dem Sinne, wenn wir es vermarkten. Wieder auf dem Truppenübungsplatz Bergen. Einmal im Jahr veranstaltet hier das deutsche Heer eine große Lehr- und Informationsübung, bei der Kriseneinsätze dargestellt werden. Ja, wir verfahren nach dem Wahlspruch, übe wie du kämpfst. Und das strebt man eigentlich bei jeder Übung an. Ja.
Und die Ausbildung bringt sonst nichts. Dafür ist sie viel zu aufwendig und viel zu teuer, denke ich mal, um dort nicht einsatznah auszubilden. Einsatznah ausbilden ist immer das Ziel der Übung. Und der Einsatz ist natürlich im Hinterkopf. Einige der Soldaten, die wir haben, waren schon im Einsatz. Einige nächstes Jahr zum zweiten Mal, viele zum ersten Mal. Aber der Einsatz ist präsent, denn der Termin steht schon fest. Der Marder wurde in den 60er Jahren entwickelt, eine Geburt des Kalten Krieges. Damals gingen die Militärs in ihren Kriegsszenarien von großen Panzerschlachten aus. Dabei sollten die Grenadiere die eigentlichen Panzereinheiten unterstützen und abgesessen die gegnerischen Fahrzeuge mit Panzerabwehrwaffen bekämpfen. Inzwischen ist dieses Szenario in den Hintergrund getreten. Wir fahren unsere Angriffsstrecke und ab einem bestimmten Punkt habe ich das Feuer frei. Das kommt dann auch vom Kommandanten der Befehl zum Feuern. Dann entsichere ich die Waffen und schieße auf die Ziele, die mir zugewiesen sind. Heutzutage müssen die Panzergrenadiere mit ihrem Marder zwei Szenarien beherrschen. Den Kampf gegen irreguläre Kräfte wie Guerillatrupps, wie er bei den aktuellen Einsätzen der Bundeswehr am Hindukusch verlangt wird, und gemeinsame Operationen mit den Panzereinheiten. Der SBZ Marder ist natürlich sehr wichtig im Verbund mit der Panzertruppe Leopard. Wir bekämpfen überwiegend im Nahbereich die Ziele und der Kampfpanzer im Fernbereich. Und der enge Zusammenbund beider Systeme bringt erst den Erfolg und die Schlagkraft auf dem Gefechtsfeld. Die Idee zum Panzergrenadierwesen stammt aus den 30er Jahren und wurde im Zweiten Weltkrieg weiterentwickelt. Ziel war es, schlagkräftige Infanterieeinheiten sicher und schnell auf dem Gefechtsfeld zu bewegen. Wir haben keine Waffenstabilisierungsanlage. Wir haben zwar alles elektrohydraulisch gesteuert, um die Waffen zu bedienen. Letztendlich bin ich aber sehr viel auf Handarbeit angewiesen. Wenn wir Ziele aufklären, dann müssen wir schon Voreinstellungen an den Waffen vornehmen, um erfolgreichen Feuerkampf zu führen. Nach dem Zweiten Weltkrieg griff zuerst der Warschauer Pakt dieses Konzept wieder auf und entwickelte die sogenannten Gefechtsfahrzeuge der Infanterie. Hauptaugenmerk blieb aber der Kampf zu Fuß. Also wir Grenadiere arbeiten ja so lange aufgesessen, bis es nicht mehr geht, bis der Auftrag oder die Situation es erfordert. Von daher denke ich, der abgesessene Part ist ein sehr wichtiger und ich sag mal, mit einer der Königsdisziplinen des infanteristischen Kampfes. Solche Einsätze finden aktuell in Afghanistan statt. Dort werden die deutschen Soldaten aus kleinen Ortschaften oder von Gehöften aus angegriffen. Um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden, können dabei nur in den wenigsten Fällen schwere Waffen eingesetzt werden. Deshalb müssen die Soldaten den infanteristischen Kampf perfekt beherrschen. Nur so können sie solche Angriffe abwehren und Kollateralschäden auf ein Minimum reduzieren. Ja, das Motto ist ja Panzergrenadiere dran, drauf, drüber. Es steht im Grunde genommen für unsere Einsatzweise. Der Panzergrenadier dran, das schnelle Ran an den Feind. Dann bleiben wir nicht am Feind stehen, sondern wir gehen rauf und dann gehen wir rüber. Und erst wenn wir rüber sind und wenn wir unsere Sicherheit gewonnen haben, dann sitzen wir gegebenenfalls ab. Und ich sage einfach mal, dann machen wir den Rest. Wir sichern das alles. Während die Schützentrupps eine Ortschaft durchkämmen und nach Angreifern suchen, sichern die Schützenpanzer den Einsatz ab. Genauso systematisch, wie sich die Grenadiere von Haus zu Haus vorkämpfen, postieren sich die Marderbesatzungen rund um die Ortschaft. So können sie bei Gegenangriffen die Verteidigung übernehmen und den Grenadieren Zeit verschaffen, um wieder aufzusitzen. Selbst bei Luftangriffen mit Jets oder Hubschraubern kann der Marder seine Kanone einsetzen. Jets können so bis auf eine Entfernung von maximal 1200 Metern, Hubschrauber sogar bis auf 2000 Meter effektiv bekämpft werden. Gegen angreifende Panzer können die Grenadiere den Lenkflugkörper Milan einsetzen, der schwere Panzerungen durchbrechen kann. Ja,
Der Marder ist so gebaut, dass er bei Ausfall einiger seiner Teilsysteme, so nenne ich sie mal, weiterhin bedient werden kann. Wenn Elektrohydraulik ausfällt, kann man den Hydraulikdruck weiter aufbauen durch mechanisches, also durch Handpumpen, mechanische Bedienung und kann im Notbetrieb, so nennen wir das, weiterhin schießen und auch richten. Ein angeschlagener Marder kann zwar nicht mehr ganz so schnell und ganz so präzise kämpfen, aber er fällt nicht gleich komplett aus. Ist die Besatzung gut eingespielt und verfügt über große Erfahrung, bleibt der Marder auch mit einem Hydraulikausfall ein nicht zu unterschätzender Gegner. Zudem wird er von den restlichen Panzern des Grenadierzuges, der aus 4 Panzern besteht, unterstützt. Ja, die Stärke ist natürlich in erster Linie der SBZ Marder, das gesamte Waffensystem. Wir haben natürlich auch eine hohe Feuerkraft, haben nicht gerade die durchschlagskräftigste Waffe, aber als Schützenpanzer durchaus ausreichend. Hohe Beweglichkeit zeigt den SBZ Marder, also die Panzergrenadiertruppe, natürlich auch aus. Darüber hinaus eben die Stärke des Schützentrupps. Mit 6 Mann Besatzung hinten im Schützentrupp haben wir natürlich eine enorme Absitzstärke. 4 Stück sind im Zug und das ist natürlich dann nachher Manpower. Vor allem, wenn nicht nur mit einem Zug angegriffen wird. Allerdings gilt bei den Grenadieren, je mehr Schützenpanzer und Grenadiere auf dem Gefechtsfeld sind, desto komplexer wird die Führung. Den Überblick zu behalten, ist dann gar nicht so einfach. Die Herausforderung, einen Zug zu führen, besteht in der Panzergrenadiertruppe vor allem darin, den abgesessenen und den aufgesessenen Kampf, sprich die abgesessenen Schützentrupps, in Zusammenwirken mit den Schützenpanzern selbst als Waffensysteme zu koordinieren. Der Schützenpanzer ist nicht ein reines geschütztes Transportmittel, sondern ein Gefechtsfahrzeug. Und das natürlich nur unter richtigen Einsatzbedingungen dann auch optimal zur Wirkung gebracht werden kann. Diese spezielle Fähigkeit macht die Panzergrenadiere und ihren Schützenpanzer einzigartig. Wenn sie vorrücken müssen, bietet ihnen der Marder Schutz und Feuerkraft. Wenn die Infanterie gebraucht wird, können sie schnell von einem Einsatzort zum nächsten gebracht werden. Dies macht sie vor allem auch im Auslandseinsatz wertvoll. Also im Einsatzland benutzen wir das Modell 1A5. Das ist also die jüngste Version vom Marder. Und da ist man ja speziell auf diese Herausforderung eingegangen. Ja, also der hat Minenschutz, das heißt also keine Berührung zum Unterboden. Der ist verstärkt worden und damit sind eigentlich die Soldaten in diesem Fahrzeug besser geschützt als in allen anderen. Gerade zum besseren Schutz vor Minen und Sprengfallen wurde der Marder 1A5 entwickelt. Er bekam Zusatzpanzerungen und Splitterschutzsysteme für den Innenraum. Also ich verdeutliche meinen Soldaten in der Ausbildung sehr wohl, dass es eigentlich immer darum geht, so gut wie möglich zu sein, um sich selbst und seine Kameraden zu schützen. Nichts ist besser als eine gute Ausbildung, um erfolgreich, wenn man eben in den Einsatz geht oder in Krisengebiete, dann aber auch heil wieder nach Hause zu kommen. Feuer! Feuer! Die Panzerhaubitze 2000 kann auf weite Schussentfernung dem eigenen Kameraden, die sich vorne an der Front befinden, Feuerunterstützung geben. In Leuchtgeschossen, also das Gefechtsfeld ausleuchten, eine Nebelwand erstellen oder den Feind zerschlagen können.
Danach können die Unterstützungskräfte vorrücken und verwundete Soldaten abtransportieren. Auch wenn die Bundeswehr bisher über keinen speziellen Rettungshubschrauber verfügt, der Verwundete sicher aus der Kampfzone holen kann. Ja, wir haben jetzt den Übungsplatz hinter uns gebracht. Danach ist im Anschluss technischer Dienst im Standortbereich angesetzt. 2 Wochen Minimum. Waschen, reinigen, polieren, Waffe instand setzen, mit Waffen Instandsetzung, alles, was man zur Verfügung gestellt bekommt, um das wieder herzustellen. 100% Einsatzfähigkeit, dass man wieder weitermachen kann. Nach der Übung ist vor der Übung. Die 40 Jahre seit seiner Einführung haben bei Marder so manche Problemzone hinterlassen. Wartung und Pflege gehören damit zu den wichtigsten Aufgaben der Crews nach jedem Aufenthalt auf dem Truppenübungsplatz. Wer seinen Oldtimer pflegt, der möchte, dass er glänzt und strahlt. Wenn auch nur in Tarnfarben. Ach, ich sag mal, das ist ganz einfach. Genauso wie jeder Mensch sein Fahrzeug in eine Waschanlage fährt, so fahren wir selbstverständlich auch, wie Sie es jetzt hier sehen. Der Hintergrund ist, unsere Fahrzeuge werden ja im Gelände auch sehr herangenommen. Sie werden dabei auch schmutzig und wir wollen natürlich mit schmutzigen Fahrzeugen nicht auf die Straße fahren. Denn genauso wie Sie als Privatperson mit einem sauberen Fahrzeug, so bewegen wir uns auch. Deshalb geht es nach dem letzten scharfen Durchgang in Bergen für die Schützenpanzer erst einmal in die Waschstraße. Die ist bei Panzern nicht so komfortabel wie beim Privatwagen mit Reinfahren und Münze einwerfen. Die Soldaten müssen selber anfassen. Also wie man jetzt hier sieht, das ist das Laufwerk mittlerweile, aber schon gereinigt. Die Teile, von denen ich eben berichtete, das sind Steine, das sind Schmutz, die setzen sich überall an. Beim Leitrad, auf der Kette, hinterm Leitrad, am Stoßdämpfer, überall. Ganz schlimm wäre es, wenn sich Fremdkörper innerhalb des Laufwerkes festsetzen würden. Somit könnte natürlich auch, wie bei Ihrem Fahrzeug, das Rad hier unser Laufrad nicht mehr einfedern. Somit würde auch in dem Moment da die Bodenhaftung etwas geringer werden. Und der Panzer würde dann instabil sein. Auch das gehört zum Schießeinsatz auf dem Truppenübungsplatz dazu. Die Feldtankstelle. Hier ist das ein Tanklaster voll mit Dieseltreibstoff. Naja, eine Tankstelle ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Aber jawohl, wir haben eigene Tankkräfte mit im Bataillon. Die sind ausreichend, dass wir in etwa einen Tag ausreichen. Wenn wir unsere Tankfahrzeuge leer haben, haben wir selbstverständlich auch eine Nachschubversorgung, wo wir dann wiederum auftanken können. Rund 650 Liter passen in die Tanks des Schützenpanzers hinein. Mit einer Tankfüllung kommt er damit auf der Straße rund 340 Kilometer weit. Im Gelände reduziert sich die Reichweite auf ca. 200 Kilometer. Also ein Panzer hat 3 Tanks, einmal aus Platzgründen und auch aus Sicherheitsgründen und so ausreichend, dass er einen Tag gut überstehen kann. Einen großen Unterschied zur nächsten Tankstelle um die Ecke gibt es eigentlich nicht. Nachdem die Panzer wieder strahlen und vollgetankt sind, können sie ihre Heimreise ins oberpfälzische Oberviechtach antreten. Der Verladebahnhof des Truppenübungsplatzes Bergen. Irgendwie müssen die Panzer wieder zurück zum Heimatstandort. Das ist rund 600 Kilometer vom niedersächsischen Bergen entfernt. Die Problematik ist, die Waggons sind natürlich sehr, sehr schmal. Wir haben jetzt eine anspruchsvolle Woche hinter uns. Jeder ist etwas geschafft und hier ist besonders die Konzentration sowohl vom Kraftfahrer als auch vom Einweiser geboten. Einmal unabsichtlich gemerkt, zack, könnte schon was passieren. Genau das wollen wir nicht. Für die Crews bedeutet das am Ende der Übung noch einmal höchste Konzentration.
Im Schritttempo geht es für die Fahrer auf den Transportzug. Wer beim Verladen nicht aufpasst, der kann sich schnell daneben wiederfinden. Auf jeden Fall Erfahrung. Erfahrung, ich möchte schon sagen, fast Routine. Einmal nicht richtig aufgepasst, einmal verkehrte Zeichen gegeben und schon kann etwas passieren. Genau das ist hier auf jeden Fall zu verhindern. Sicherheit steht immer vorn dran. Vielleicht war es für diese Marder schon der letzte Besuch in Bergen. Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem, weil der Schützenpanzer Marder immer noch ein gutes System ist, das sich ja auch gerade im Einsatz bewährt. Aber es ist natürlich auch die Vorfreude auf ein neues System, das technisch auf einem neueren Stand ist. Das ist der neue Schützenpanzer Puma, hier noch als Vorserienmodell, der künftig den Marder ersetzen soll. Es ist ein ganz was Neues. Die Soldaten sitzen sich gegenüber. Komfortmäßig haben wir auch hier einen Schritt nach vorne getan. Wir verfügen über eine Klimaanlage. Die Soldaten sind angeschnallt, entkoppelt vom Boden, sodass auch bei Ansprengung die Soldaten sehr sicher transportiert und geschützt sind. Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug auch über weitere Displays, an denen Informationen via Kamera in das Fahrzeug hineingespiegelt werden können. 350 Stück sollen in den kommenden 20 Jahren bei den Panzergrenadierbataillonen eingeführt werden. Also der Puma hat den großen Fortschritt, dass dort viele, viele Module von gibt, bis zur schwersten Panzerung hin. Zweitens, die Technik auf dem allerneuesten Stand ist, die weltbeste Maschinenkanone 30 mm hat, mit verschiedenen Elementen, mit denen ich arbeiten kann. Und zusätzlich hat er noch Equipment, was die ganzen Sachen wie Manövermunition etc. überflüssig machen und somit wird er irgendwann Geld sparen. Die 1100 PS des 10-Zylinder-Kompakttriebwerks beschleunigen den Puma bis auf 70 Stundenkilometer und lassen ihn im Gelände mit dem Leopard 2 mithalten. Ja, der SPZ Puma verfügt ja über ein neues Konzept des Minenschutzes. Darüber hinaus durch die modulare Panzerung auch den Schutz gegen Mittelkaliber und Panzerabwehrgeschosse rundum, aber auch über den Schutz gegen Bomblets. Von daher muss man einfach sagen, zurzeit, so sieht es derzeit zumindest aus, wird der Puma das bestgeschützte Fahrzeug sein, was wir je hatten. Er besitzt einen Laserentfernungsmesser, stabilisierte und geschützte Tag- und Nachtsichtoptiken sowie eine ebenfalls voll stabilisierte 30 mm Kanone. Das erhöht die Treffgenauigkeit der panzerbrechenden Pfeilwuchtgeschosse und der sogenannten Ahead-Munition. Dieses Geschoss ist mit 162 kleinen Projektilen gefüllt und kann mittels Zeitzünder vor dem Ziel ausgelöst werden, um befestigte Stellungen und Hubschrauber zu vernichten. Hunter Killer bedeutet, dass der Kommandant mit seiner unabhängigen Optik aufklären kann und nach Aufklärung selbstständig per Knopfdruck den Richtschützen das Ziel zuweisen kann und die Waffe läuft automatisch auf das Ziel ein, währenddessen der Kommandant bereits mit seiner Optik wieder anderweitig aufklärt. Besonderes Augenmerk legte man auf das Laufwerk. Das entkoppelte hydropneumatische Stützrollenlaufwerk sorgt dafür, dass das gesamte Fahrwerk nur über Gummielemente mit der Panzerwanne verbunden ist. Das soll den Lärm im Panzerinneren erheblich verringern. Er bringt die bessere Optik mit, er bringt ein Navigationssystem mit, er ermöglicht es zukünftig, dass der Richtschütze und Kommandant unabhängig voneinander beobachten können. Letztendlich nützt er damit die großen Synergieeffekte, die sich aus dem Bereich von moderner Technik ergeben. Und dadurch wird er logischerweise das bessere Waffensystem werden. Wenngleich mit der Einführung wir natürlich noch nicht so weit sind, dass wir den Puma dann so beherrschen, wie wir jetzt den Marder beherrschen. Ab 2013 soll der Puma an die Truppe ausgeliefert werden. Dann beginnt für die Grenadiere ein neues Zeitalter. Wenn sich Fremdkörper innerhalb des Laufwerkes festsetzen würden,
somit könnte natürlich auch, wie bei Ihrem Fahrzeug, das Rad hier, unser Laufrad, nicht mehr einfedern. Somit würde auch in dem Moment da die Bodenhaftung etwas geringer werden und der Panzer würde dann instabil sein. Auch das gehört zum Schießeinsatz auf dem Truppenübungsplatz dazu. Die Feldtankstelle. Hier ist das ein Tanklaster voll mit Dieseltreibstoff. Naja, eine Tankstelle ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Aber jawohl, wir haben eigene Tankkräfte mit im Bataillon. Die sind ausreichend, dass wir in etwa einen Tag ausreichen. Wenn wir unsere Tankfahrzeuge leer haben, haben wir selbstverständlich auch eine Nachschubversorgung, wo wir dann wiederum auftanken können. Rund 650 Liter passen in die Tanks des Schützenpanzers hinein. Mit einer Tankfüllung kommt er damit auf der Straße rund 340 Kilometer weit. Im Gelände reduziert sich die Reichweite auf ca. 200 Kilometer. Also ein Panzer hat drei Tanks, einmal aus Platzgründen und auch aus Sicherheitsgründen und so ausreichend, dass er einen Tag gut überstehen kann. Einen großen Unterschied zur nächsten Tankstelle um die Ecke gibt es eigentlich nicht. Nachdem die Panzer wieder strahlen und vollgetankt sind, können sie ihre Heimreise ins oberpfälzische Oberviechtach antreten. Der Verladebahnhof des Truppenübungsplatzes Bergen. Irgendwie müssen die Panzer wieder zurück zum Heimatstandort. Das ist rund 600 Kilometer vom niedersächsischen Bergen entfernt. Die Problematik ist, die Waggons sind natürlich sehr, sehr schmal. Wir haben jetzt eine anspruchsvolle Woche hinter uns. Jeder ist etwas geschafft und hier ist besonders die Konzentration sowohl vom Kraftfahrer als auch vom Einweiser geboten. Einmal unabsichtlich gemerkt, zack, könnte schon was passieren. Genau das wollen wir nicht. Für die Crews bedeutet das am Ende der Übung noch einmal höchste Konzentration. Im Schritttempo geht es für die Fahrer auf den Transportzug. Wer beim Verladen nicht aufpasst, der kann sich schnell daneben wiederfinden. Auf jeden Fall Erfahrung. Erfahrung, ich möchte schon sagen, fast Routine. Einmal nicht richtig aufgepasst, einmal verkehrte Zeichen gegeben und schon kann er. Die Herausforderung, einen Zug zu führen, besteht in der Panzergrenadiertruppe vor allem darin, den abgesessenen und den aufgesessenen Kampf, sprich die abgesessenen Schützentrupps, in Zusammenwirken mit den Schützenpanzern selbst als Waffensysteme zu koordinieren. Der Schützenpanzer ist nicht ein reines geschütztes Transportmittel, sondern ein Gefechtsfahrzeug. Und das natürlich nur unter richtigen Einsatzbedingungen dann auch optimal zur Wirkung gebracht werden kann. Diese spezielle Fähigkeit macht die Panzergrenadiere und ihren Schützenpanzer einzigartig. Wenn sie vorrücken müssen, bietet ihnen der Marder Schutz und Feuerkraft. Wenn die Infanterie gebraucht wird, können sie schnell von einem Einsatzort zum nächsten gebracht werden. Dies macht sie vor allem auch im Auslandseinsatz wertvoll. Also im Einsatzland benutzen wir das Modell 1A5. Das ist also die jüngste Version vom Marder. Und da ist man ja speziell auf diese Herausforderung eingegangen. Ja, also der hat Minenschutz, das heißt also keine Berührung zum Unterboden. Der ist verstärkt worden und damit sind eigentlich die Soldaten in diesem Fahrzeug besser geschützt als in allen anderen. Gerade zum besseren Schutz vor Minen und Sprengfallen wurde der Marder 1A5 entwickelt. Er bekam Zusatzpanzerungen und Splitterschutzsysteme für den Innenraum. Also ich verdeutliche meinen Soldaten in der Ausbildung sehr wohl, dass es eigentlich immer darum geht, so gut wie möglich zu sein, um sich selbst und seine Kameraden zu schützen. Nichts ist besser als eine gute Ausbildung, um erfolgreich, wenn man eben in den Einsatz geht oder in Krisengebiete, dann aber auch
heil wieder nach Hause zu kommen. Feuer! 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 Die Panzerhaubitze 2000 kann auf weite Schussentfernung dem eigenen Kameraden, die sich vorne an der Front befinden, Feuerunterstützung geben. Weil einiger seiner Teilsysteme, so nenne ich sie mal, weiterhin bedient werden kann. Wenn Elektrohydraulik ausfällt, kann man den Hydraulikdruck weiter aufbauen durch mechanisches, also durch Handpumpen, mechanische Bedienung und kann im Notbetrieb, so nennen wir das, weiterhin schießen und auch richten. Ein angeschlagener Marder kann zwar nicht mehr ganz so schnell und ganz so präzise kämpfen, aber er fällt nicht gleich komplett aus. Ist die Besatzung gut eingespielt und verfügt über große Erfahrung, bleibt der Marder auch mit einem Hydraulikausfall ein nicht zu unterschätzender Gegner. Zudem wird er von den restlichen Panzern des Grenadierzuges, der aus 4 Panzern besteht, unterstützt. Ja, die Stärke ist natürlich in erster Linie der SBZ-Marder selbst, das gesamte Waffensystem. Wir haben natürlich auch eine hohe Feuerkraft, haben nicht gerade die durchschlagskräftigste Waffe, aber als Schützenpanzer durchaus ausreichend. Hohe Beweglichkeit zeigt den SBZ-Marder, also die Panzergrenadiertruppe, natürlich auch aus. Darüber hinaus eben die Stärke des Schützentrupps. Mit 6 Mann Besatzung hinten im Schützentrupp haben wir natürlich eine enorme Absitzstärke. 4 Stück sind im Zug und das ist natürlich dann nachher Manpower. Vor allem, wenn nicht nur mit einem Zug angegriffen wird. Allerdings gilt bei den Grenadieren, je mehr Schützenpanzer und Grenadiere auf dem Gefechtsfeld sind, desto komplexer wird die Führung. Den Überblick zu behalten, ist dann gar nicht so einfach. Die Herausforderung, einen Zug zu führen, besteht in der Panzergrenadiertruppe vor allem darin, den abgesessenen und den aufgesessenen Kampf, sprich die abgesessenen Schützentrupps, in Zusammenwirken mit den Schützenpanzern selbst als Waffensysteme zu koordinieren. Der Schützenpanzer ist nicht ein reines geschütztes Transportmittel, sondern ein Gefechtsfahrzeug. Und das natürlich nur unter richtigen Einsatzbedingungen dann auch optimal zur Wirkung gebracht werden kann. Diese spezielle Fähigkeit macht die Panzergrenadiere und ihren Schützenpanzer einzigartig. Wenn sie vorrücken müssen, bietet ihnen der Marder Schutz und Feuerkraft. Wenn die Infanterie gebraucht wird, können sie schnell von einem Einsatzort zum nächsten gebracht werden. Dies macht sie vor allem auch im Auslandseinsatz wertvoll. Also im Einsatzland benutzen wir das Modell 1A5. Das ist also die jüngste Version vom Marder. Und da ist man ja speziell auf diese Herausforderung eingegangen. Ja, also der hat Minenschutz, das heißt also keine Berührung zum Unterboden. Der ist verstärkt worden und damit sind schon wieder im Einsatz. Diesmal sichern sie ein Team von Sprengstoffexperten, das nach gefährlichen und heimtückischen Sprengfallen sucht. Masse haben wir in Deutschland den SBZ-Marder 1A3. Das ist also noch eine ältere Bauart. Jetzt haben wir den 1A5er, der ist also weiterentwickelt, was Minenschutz angeht, wo die Sachen halt nicht mehr auf dem Boden verschraubt sind, sondern halt weg vom Boden sind. Damit, falls wir auf eine Mine fahren und Sachen, die halt durch die Blastwirkung abreißen, nicht als Geschoss im Innenraum rumfliegen. Auch wenn Sie hier mit dem modernsten Marder unterwegs sind, selbstgebaute Sprengfallen, sogenannte EODs, sind die größte Gefahr für den Marder und seine Besatzung. Die Panzergrenadiere sind den Taliban aufgrund ihrer Fähigkeiten ein besonderer Dorn im Auge.
mich als Grenadier überzeugt mich der Marder auf jeden Fall. Na gut, was Besseres kann man immer haben. Also man könnte auch den Kampfpanzer runterschicken, der natürlich noch eine größere abschreckende Wirkung hätte. Aber ich sag mal, aufgrund der Größe von dem Marder, aufgrund der Bewaffnung und aufgrund mit den Wegen, mit denen wir hier zu kämpfen haben, ist er eigentlich optimal. Weil er passt mit Masse auf fast allen Wegen, auf denen wir fahren. Er ist wendig, er ist flexibel, er kann vor, zurück auf der Hochachse drehen. Also eigentlich ist es das optimale Auto, was die Größe angeht und halt die schnelle Bewaffnung. Rocken-Susra, ein verschlafenes Nest im nordthüringischen Nirgendwo. Das kleine Örtchen verfügt theoretisch über eine der schlagkräftigsten Panzerarmeen der Welt. Das Material wird ja nicht alles auf einmal zerlegt. Wir zerlegen ja die in Reihe und Glied, sodass die also sukzessive dann täglich weniger werden. Und so kann man das dann auch bewältigen. Das sind also hier keine Tagesaufgaben und keine Monatsaufgaben, das sind definitiv Jahresaufgaben hier. Die mehr als 1000 Schützenpanzer vom Typ Marder, die auf dem Gelände der Battle Tank Dismantling GmbH aufgereiht sind, werden allerdings strengstens per Satellit bewacht. Wird auch nur ein Schützenpanzer. Zeigt den SBZ Marder, also die Panzergrenadiertruppe, natürlich auch aus. Darüber hinaus eben die Stärke des Schützentrupps. Mit 6 Mann Besatzung hinten im Schützentrupp haben wir natürlich eine enorme Absitzstärke. 4 Stück sind im Zug und das ist natürlich dann nachher Manpower. Vor allem, wenn nicht nur mit einem Zug angegriffen wird. Allerdings gilt bei den Grenadieren, je mehr Schützenpanzer und Grenadiere auf dem Gefechtsfeld sind, desto komplexer wird die Führung. Den Überblick zu behalten, ist dann gar nicht so einfach. Die Herausforderung, einen Zug zu führen, besteht in der Panzergrenadiertruppe vor allem darin, den abgesessenen und den aufgesessenen Kampf, sprich die abgesessenen Schützentrupps, in Zusammenwirken mit den Schützenpanzern selbst als Waffensysteme zu koordinieren. Der Schützenpanzer ist nicht ein reines geschütztes Transportmittel, sondern ein Gefechtsfahrzeug. Und das natürlich nur unter richtigen Einsatzbedingungen dann auch optimal zur Wirkung gebracht werden kann. Diese spezielle Fähigkeit macht die Panzergrenadiere und ihren Schützenpanzer einzigartig. Wenn sie vorrücken müssen, bietet ihnen der Marder Schutz und Feuerkraft. Wenn die Infanterie gebraucht wird, können sie schnell von einem Einsatzort zum nächsten gebracht werden. Dies macht sie vor allem auch im Auslandseinsatz wertvoll. Also im Einsatzland benutzen wir das Modell 1A5. Das ist also die jüngste Version vom Marder. Und da ist man ja speziell auf diese Herausforderung eingegangen. Ja, also der hat Minenschutz, das heißt also keine Berührung zum Unterboden. Der ist verstärkt worden und damit sind eigentlich die Soldaten in diesem Fahrzeug besser geschützt als in allen anderen. Gerade zum besseren Schutz vor Minen und Sprengfallen wurde der Marder 1A5 entwickelt. Er bekam Zusatzpanzerungen und Splitterschutzsysteme für den Innenraum. Also ich verdeutliche meinen Soldaten in der Ausbildung sehr wohl, dass es eigentlich immer darum geht, so gut wie möglich zu sein, um sich selbst und seine Kameraden zu schützen. Nichts ist besser als eine gute Ausbildung, um erfolgreich, wenn man eben in den Einsatz geht oder in Krisengebiete, dann aber auch heil wieder nach Hause zu kommen. Feuer! Feuer! Die sogenannten Gefechtsfahrzeuge der Infanterie. Hauptaugenmerk blieb aber der Kampf zu Fuß. Also wir Grenadiere
arbeiten ja so lange aufgesessen, bis es nicht mehr geht, bis der Auftrag oder die Situation es erfordert. Von daher denke ich, der abgesessene Part ist ein sehr wichtiger und ich sag mal, mit einer der Königsdisziplinen des infanteristischen Kampfes. Solche Einsätze finden aktuell in Afghanistan statt. Dort werden die deutschen Soldaten aus kleinen Ortschaften oder von Gehöften aus angegriffen. Um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden, können dabei nur in den wenigsten Fällen schwere Waffen eingesetzt werden. Deshalb müssen die Soldaten den infanteristischen Kampf perfekt beherrschen. Nur so können sie solche Angriffe abwehren und Kollateralschäden auf ein Minimum reduzieren. Ja, das Motto ist ja Panzergrenadiere dran, drauf, drüber. Es steht im Grunde genommen für unsere Einsatzweise. Der Panzergrenadier dran, das schnelle Ran an den Feind. Dann bleiben wir nicht am Feind stehen, sondern wir gehen rauf und dann gehen wir rüber. Und erst wenn wir rüber sind und wenn wir unsere Sicherheit gewonnen haben, dann sitzen wir gegebenenfalls ab. Und ich sage einfach mal, dann machen wir den Rest. Wir sichern das alles. Während die Schützentrupps eine Ortschaft durchkämmen und nach Angreifern suchen, sichern die Schützenpanzer den Einsatz ab. Genauso systematisch, wie sich die Grenadiere von Haus zu Haus vorkämpfen, postieren sich die Marderbesatzungen rund um die Ortschaft. So können sie bei Gegenangriffen die Verteidigung übernehmen und den Grenadieren Zeit verschaffen, um wieder aufzusitzen. Selbst bei Luftangriffen mit Jets oder Hubschraubern kann der Marder seine Kanone einsetzen. Jets können so bis auf eine Entfernung von maximal 1200 Metern, Hubschrauber sogar bis auf 2000 Meter effektiv bekämpft werden. Gegen angreifende Panzer können die Grenadiere den Lenkflugkörper Milan einsetzen, der schwere Panzerungen durchbrechen kann. Der Marder ist so gebaut, dass er bei Ausfall einiger seiner Teilsysteme, so nenne ich sie mal, weiterhin bedient werden kann. Wenn Elektrohydraulik ausfällt, kann man den Hydraulikdruck weiter aufbauen durch durch Handpumpen, mechanische Bedienung und kann im Notbetrieb, so nennen wir das, weiterhin schießen und auch richten. Ein angeschlagener Marder kann zwar nicht mehr ganz so schnell und ganz so präzise kämpfen, aber er fällt nicht gleich komplett aus. Ist die Besatzung gut eingespielt und Sicherheit gewonnen haben, dann sitzen wir gegebenenfalls ab und ich sage einfach mal, dann machen wir den Rest. Wir sichern das alles. Während die Schützentrupps eine Ortschaft durchkämmen und nach Angreifern suchen, sichern die Schützenpanzer den Einsatz ab. Genauso systematisch, wie sich die Grenadiere von Haus zu Haus vorkämpfen, postieren sich die Marderbesatzungen rund um die Ortschaft. So können sie bei Gegenangriffen die Verteidigung übernehmen und den Grenadieren Zeit verschaffen, um wieder aufzusitzen. Selbst bei Luftangriffen mit Jets oder Hubschraubern kann der Marder seine Kanone einsetzen. Jets können so bis auf eine Entfernung von maximal 1200 Metern, Hubschrauber sogar bis auf 2000 Meter effektiv bekämpft werden. Gegen angreifende Panzer können die Grenadiere den Lenkflugkörper Milan einsetzen, der schwere Panzerungen durchbrechen kann. Der Marder ist so gebaut, dass er bei Ausfall einiger seiner Teilsysteme, so nenne ich sie mal, weiterhin bedient werden kann. Wenn Elektrohydraulik ausfällt, kann man den Hydraulikdruck weiter aufbauen durch Handpumpen, mechanische Bedienung und kann im Notbetrieb, so nennen wir das, weiterhin schießen und auch richten. Ein angeschlagener Marder kann zwar nicht mehr ganz so schnell und ganz so präzise kämpfen, aber er fällt nicht gleich komplett aus. Ist die Besatzung gut eingespielt und verfügt über große Erfahrung, bleibt der Marder auch mit einem Hydraulikausfall ein nicht zu unterschätzender Gegner. Zudem wird er von den restlichen Panzern des Grenadierzuges, der aus 4 Panzern besteht, unterstützt. Ja, die Stärke ist natürlich in erster Linie der SBZ-Marder selbst, das gesamte Waffensystem.
Wir haben natürlich auch eine hohe Feuerkraft, haben nicht gerade die durchschlagskräftigste Waffe, aber als Schützenpanzer durchaus ausreichend. Hohe Beweglichkeit zeigt den SBZ Marder, also die Panzergrenadiertruppe, natürlich auch aus. Darüber hinaus eben die Stärke des Schützentrupps. Mit 6 Mann Besatzung hinten im Schützentrupp haben wir natürlich eine enorme Absitzstärke. 4 Stück sind im Zug und das ist natürlich dann nachher Manpower. Vor allem, wenn nicht nur mit einem Zug angegriffen wird. Allerdings gilt bei den Grenadieren, je mehr Schützenpanzer und Grenadiere auf dem Gefechtsfeld sind, desto komplexer wird die Führung. Den Überblick zu behalten, ist dann gar nicht so einfach. Ausreichen. Hohe Beweglichkeit zeigt den SBZ Marder, also die Panzergrenadiertruppe, natürlich auch aus. Darüber hinaus eben die Stärke des Schützentrupps. Mit 6 Mann Besatzung hinten im Schützentrupp haben wir natürlich eine enorme Absitzstärke. 4 Stück sind im Zug und das ist natürlich dann nachher Manpower. Vor allem, wenn nicht nur mit einem Zug angegriffen wird. Allerdings gilt bei den Grenadieren, je mehr Schützenpanzer und Grenadiere auf dem Gefechtsfeld sind, desto komplexer wird die Führung. Den Überblick zu behalten, ist dann gar nicht so einfach. Die Herausforderung, einen Zug zu führen, besteht in der Panzergrenadiertruppe vor allem darin, den abgesessenen und den aufgesessenen Kampf, sprich die abgesessenen Schützentrupps, in Zusammenwirken mit den Schützenpanzern selbst als Waffensysteme zu koordinieren. Der Schützenpanzer ist nicht ein reines geschütztes Transportmittel, sondern ein Gefechtsfahrzeug. Und das natürlich nur unter richtigen Einsatzbedingungen dann auch optimal zur Wirkung gebracht werden kann. Diese spezielle Fähigkeit macht die Panzergrenadiere und ihren Schützenpanzer einzigartig. Wenn sie vorrücken müssen, bietet ihnen der Marder Schutz und Feuerkraft. Wenn die Infanterie gebraucht wird, können sie schnell von einem Einsatzort zum nächsten gebracht werden. Dies macht sie vor allem auch im Auslandseinsatz wertvoll. Also im Einsatzland benutzen wir das Modell 1A5. Das ist also die jüngste Version vom Marder. Und da ist man ja speziell auf diese Herausforderung eingegangen. Ja, also der hat Minenschutz. Das heißt also keine Berührung zum Unterboden. Der ist verstärkt worden. Und damit sind eigentlich die Soldaten in diesem Fahrzeug besser geschützt als in allen anderen. Gerade zum besseren Schutz vor Minen und Sprengfallen wurde der Marder 1A5 entwickelt. Er bekam Zusatzpanzerungen und Splitterschutzsysteme für den Innenraum. Also ich verdeutliche meinen Soldaten in der Ausbildung sehr wohl, dass es eigentlich immer darum geht, so gut wie möglich zu sein, um sich selbst und seine Kameraden zu schützen. Nichts ist besser als eine gute Ausbildung, um erfolgreich, wenn man eben in den Einsatz geht oder in Krisengebiete, dann aber auch heil wieder nach Hause zu kommen. Feuer! Zurück zum Heimatstandort. Das ist rund 600 Kilometer vom niedersächsischen Bergen entfernt. Die Problematik ist, die Waggons sind natürlich sehr, sehr schmal. Wir haben jetzt eine anspruchsvolle Woche hinter uns. Jeder ist etwas geschafft und hier ist besonders die Konzentration sowohl vom Kraftfahrer als auch vom Einweiser geboten. Einmal unabsichtlich gemerkt, zack, könnte schon was passieren. Genau das wollen wir nicht. Für die Crews bedeutet das am Ende der Übung noch einmal höchste Konzentration. Im Schritttempo geht es für die Fahrer auf den Transportzug. Wer beim Verladen nicht aufpasst, der kann sich schnell daneben wiederfinden. Auf jeden Fall Erfahrung. Erfahrung, ich möchte schon sagen, fast Routine. Einmal nicht richtig aufgepasst, einmal verkehrte Zeichen gegeben und schon kann etwas passieren. Genau das ist hier auf jeden Fall zu verhindern. Sicherheit steht immer vorn dran. Vielleicht war es für diese Marder schon der letzte Besuch in Bergen.
Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem, weil der Schützenpanzer Marder immer noch ein gutes System ist, das sich ja auch gerade im Einsatz bewährt. Aber es ist natürlich auch die Vorfreude auf ein neues System, das technisch auf einem neueren Stand ist. Das ist der neue Schützenpanzer Puma, hier noch als Vorserienmodell, der künftig den Marder ersetzen soll. Es ist ein ganz was Neues. Die Soldaten sitzen sich gegenüber. Komfortmäßig haben wir auch hier einen Schritt nach vorne getan. Wir verfügen über eine Klimaanlage. Die Soldaten sind angeschnallt, entkoppelt vom Boden, sodass auch bei Ansprengungen die Soldaten sehr sicher transportiert und geschützt sind. Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug auch über weitere Displays, an denen Informationen via Kamera in das Fahrzeug hineingespiegelt werden können. 350 Stück sollen in den kommenden 20 Jahren bei den Panzergrenadierbataillonen eingeführt werden. Also der Puma hat den großen Fortschritt, dass dort viele, viele Module von gibt, bis zur schwersten Panzerung hin. Zweitens, die Technik auf dem allerneuesten Stand ist, die weltbeste Maschinenkanone 30 mm hat, mit verschiedenen Elementen, mit denen ich arbeiten kann. Und zusätzlich hat er noch Equipment, was die ganzen Sachen wie Manövermunition etc. überflüssig machen und so mit. Die Panzerhaubitze 2000 kann auf weite Schussentfernung dem eigenen Kameraden, die sich vorne an der Front befinden, Feuerunterstützung geben. In Leuchtgeschossen, also das Gefechtsfeld ausleuchten, eine Nebelwand erstellen oder den Feind zerschlagen können. Danach können die Unterstützungskräfte vorrücken und verwundete Soldaten abtransportieren. Auch wenn die Bundeswehr bisher über keinen speziellen Rettungshubschrauber verfügt, der Verwundete sicher aus der Kampfzone holen kann. Ja, wir haben jetzt den Übungsplatz hinter uns gebracht. Danach ist im Anschluss technischer Dienst im Standortbereich angesetzt. 2 Wochen Minimum. Waschen, reinigen, polieren, Waffe instand setzen, mit Waffen instandsetzung, alles was man zur Verfügung gestellt bekommt, um das wieder herzustellen. 100% Einsatzfähigkeit, dass man wieder weitermachen kann. Nach der Übung ist vor der Übung. Die 40 Jahre seit seiner Einführung haben bei Marder so manche Problemzone hinterlassen. Wartung und Pflege gehören damit zu den wichtigsten Aufgaben der Crews nach jedem Aufenthalt auf dem Truppenübungsplatz. Wer seinen Oldtimer pflegt, der möchte, dass er glänzt und strahlt. Wenn auch nur in Tarnfarben. Ach, ich sag mal, das ist ganz einfach. Genauso wie jeder Mensch sein Fahrzeug in eine Waschanlage fährt, so fahren wir selbstverständlich auch, wie Sie es jetzt hier sehen. Der Hintergrund ist, unsere Fahrzeuge werden ja im Gelände auch sehr herangenommen. Sie werden dabei auch schmutzig und wir wollen natürlich mit schmutzigen Fahrzeugen nicht auf die Straße fahren. Denn genauso wie Sie als Privatperson mit einem sauberen Fahrzeug, so bewegen wir uns auch. Deshalb geht es nach dem letzten scharfen Durchgang in Bergen für die Schützenpanzer erst einmal in die Waschstraße. Die ist bei Panzern nicht so komfortabel wie beim Privatwagen mit reinfahren und Münze einwerfen. Die Soldaten müssen selber anfassen. Also wie man jetzt hier sieht, das ist das Laufwerk, mittlerweile aber schon gereinigt. Die Teile, von denen ich eben berichtete, das sind Steine, das sind Schmutz, die setzen sich überall an. Beim Leitrad, auf der Kette, hinterm Leitrad, am Stoßdämpfer, überall. Ganz schlimm wäre es, wenn sich Fremdkörper innerhalb des Laufwerkes festsetzen würden. Somit könnte natürlich auch, wie bei Ihrem Fahrzeug, das Rad hier unser Laufwerk. Weitere Displays, an denen Informationen via Kamera in das Fahrzeug hineingespiegelt werden können. 350 Stück
sollen in den kommenden 20 Jahren bei den Panzergrenadierbataillonen eingeführt werden. Also der Puma hat den großen Fortschritt, dass dort viele, viele Module von gibt, bis zur schwersten Panzerung hin. Zweitens, die Technik auf dem allerneuesten Stand ist, die weltbeste Maschinenkanone 30 mm hat, mit verschiedenen Elementen, mit denen ich arbeiten kann. Und zusätzlich hat er noch Equipment, was die ganzen Sachen wie Manövermunition etc. überflüssig machen, und somit wird er irgendwann Geld sparen. Die 1100 PS des 10-Zylinder-Kompakttriebwerks beschleunigen den Puma bis auf 70 Stundenkilometer und lassen ihn im Gelände mit dem Leopard 2 mithalten. Ja, der SPZ Puma verfügt ja über ein neues Konzept des Minenschutzes. Darüber hinaus durch die modulare Panzerung auch den Schutz gegen Mittelkaliber und Panzerabwehrgeschosse rundum, aber auch über den Schutz gegen Bomblets. Von daher muss man einfach sagen, zurzeit, so sieht es derzeit zumindest aus, wird der Puma das bestgeschützte Fahrzeug sein, was wir je hatten. Er besitzt einen Laserentfernungsmesser, stabilisierte und geschützte Tag- und Nachtsichtoptiken sowie eine ebenfalls voll stabilisierte 30 mm Kanone. Das erhöht die Treffgenauigkeit der panzerbrechenden Pfeilwuchtgeschosse und der sogenannten Ahead-Munition. Dieses Geschoss ist mit 162 kleinen Projektilen gefüllt und kann mittels Zeitzünder vor dem Ziel ausgelöst werden, um befestigte Stellungen und Hubschrauber zu vernichten. Hunter Killer bedeutet, dass der Kommandant mit seiner unabhängigen Optik aufklären kann und nach Aufklärung selbstständig per Knopfdruck den Richtschützen das Ziel zuweisen kann und die Waffe läuft automatisch auf das Ziel ein, währenddessen der Kommandant bereits mit seiner Optik wieder anderweitig aufklärt. Besonderes Augenmerk legte man auf das Laufwerk. Das entkoppelte hydropneumatische Stützrollenlaufwerk sorgt dafür, dass das gesamte Fahrwerk nur über Gummielemente mit der Panzerwanne verbunden ist. Das soll den Lärm im Panzerinneren erheblich verringern. Er bringt die bessere Optik mit, er bringt ein Navigationssystem mit, er ermöglicht es zukünftig, dass der Richtschütze und Kommandant unabhängig voneinander beobachten kann. Letztendlich nützt er damit die großen Synergieeffekte, die sich aus dem Bereich von moderner Technik ergeben. Und dadurch wird er logischerweise das bessere Waffensystem werden. Wenngleich mit der Einführung wir natürlich noch nicht so weit sind, dass wir